Du machst einen Stoß auf ihn, dass der schnell weg ist. I'm on it. You got it. So, jetzt müssen wir uns um die da kümmern. Das heißt, du ziehst dich mal etwas zurück, dass die Sonnenwache dich nicht so leicht anpissen kann. So. Heiß dich doch mal selber. Du ein Herzschuss auf die Sonnenwache. Du tautest den wieder. Wirkt die Schwächung noch auf ihn? Ja, dann wirfst du ihn mal um. Damn thing couldn't pierce cloth. So, die Eiszauber sind schon wieder bereit. Hey, die Sonnenwache ist ja ganz schön angeschlagen. Damn thing couldn't pierce cloth. I'll take care of it. Ja gut, die eine Wunde, die macht jetzt nicht so viel aus. Raven, I will aid you. Damn thing couldn't pierce cloth. You got it. So, KI wieder einschalten. Die Weisen sind zum Glück zu beschäftigt, um uns zu bemerken. Quiet down. Ich traue der Sache nicht. Die Symbolspuppe ist abgenutzt und sieht so aus, als wäre sie schon viele Male zusammengeflickt worden. Die Rüstung auf dieser Karre sind alt, verbeult, sieht so aus, als sei sie fast nicht mehr zu gebrauchen. Die Waffen sehen nicht besser aus. Heiltrank, Schleifstein. Ja, die Rastvorräte können wir nicht mitnehmen. Und dann haben wir noch hier was drin. Nochmal Wasser. So, ihr beide kümmert euch um den Fortmann. Und ihr beide vereist den, der weiter hinten steht. You got it. Another battle. You think we're bad at making friends. So, das sieht schon mal ganz okay aus. Auch wenn das bei Magier nicht viel bringt, sie zu schwächen. Right. Okay, die gehen alle volle Kanne auf Lyra. Right. Gut. Das heißt, wir können hier einfach mal den kleinen Bruch in der Mauer verursachen. Das ist gut, da braucht man keine Katapulte. Wobei es mit Katapulten wahrscheinlich einfacher gegangen wäre. Los, hinein jetzt. Und hier ist noch was zum Plündern. Ah, da der Gegner. Gut. Was hat da jetzt Marshall gerade gesagt? Schicksalbinder, geh nach Westen in den Haupttor, wir werden direkt hinter dir sein. Fürchtet euch nicht, die Legion hält euch den Rücken frei. Okay. Noch was zu sagen? Nein, ausruhen wollen wir uns nicht, weil die eine Wunde von ihm können wir verkraften. Das Tor ist offen, also können wir durch. Oh, der Chor. Sie haben das Tor zerbrochen. Der Chor hat das Tor zerbrochen. Zurückfallen. Das wird jetzt interessant. Fünftauge, zur Seite. Die Himmelfahrtshalle gehört uns allein.
5 Tage schwingt sein Speer in weiten Kreis und putzt dabei mit seinem Küchen den Tenor. Zieht euch sofort zurück, bevor ihr es mit 1000 Chorklingen und Coins zu tun bekommt. Würde eine Mahnfamilie ein Wolfsrudel besiegen. Die Gespinnenkommandantin forderte schon nach dem Chor zum Angriff auf. Kommt schon, ich nehme es mit 5 von euch gleichzeitig auf, damit der Kampf halbwegs fair ist. Ich sag jetzt erstmal nichts. Dich zu töten wird mir große Freude bereiten. Dich zu foltern wird dank Ashes Ägide kontinuierliche Schreie einbringen. Natürlich würde der Archon darauf bestehen, dass ich dir vor deinem Tod zumindest eine Chance zur Kapitulation gebe. Wenn ich mit dir fertig bin, wird Nerads neue Name für dich Doppeladus sein. Sie reißt ihr Schwert mit Schwung hoch und signalisiert ihren Truppen anzugreifen. Gut, wir gehen in die Halle. Ich habe nachher tun und viel zu erklären. Und ja, ich höre mich wirklich wie ein Richter an, der bis zum Hals in der Klemme steckt. Eine Sonnenwache. Sen schreibt keins. Was gibt's denn? Kämpfe dir einen Weg durch die Festung zu Hilfers frei und stelle die Anführer der Vendrien-Wache. Ja, ich muss auch irgendwann mal meine Biografie vorlesen. Vor allem war es jetzt. Ja, das ist nur die Biografie bis jetzt, hä? Enzyklopädie ist klar, Notizen, Lager der Geschmähten. Zwei Truhe, List 39. Ich glaube, die habe ich jetzt beide schon geknackt. Gruppenmitglieder, am häufigsten bewusstlos, Lyra, höchster erlittener Schaden, meiste Treffer bin ich. Okay. Yes. Sie sind hier, sie haben die Barriere durchbrochen, sie sind in der Festung. Der Heilbrecher pfeift ein schrilles Warnsignal und zieht sich dann tiefer in die Festung zurück. Yes. Okay. Wir können erstmal gucken, was sie hier haben. On the lookout. Und mich etwas anschleichen. Weil hier sind schon mal wieder ein Grenzläufer, ein Bogenschütze und eine Ehrenwache. Hier liegen Waffen und Rüstung der Vendrien-Wache. Angeschlagen, zerkratzt und verschrammt, wie sie sind, haben sie bereits ein ums andere Mal ihre Tauglichkeit und Beständigkeit unter Beweis gestellt. Und schwer gebrochene Beinschienen. Und da hinten ist eine Sonnenwache. Also eigentlich die Standardaufstellung. Ich will aber wissen, ob da sonst noch was. Bingo, ein verdammter Weiser. Das ist jetzt die gute Frage. Locke ich sie um die Ecke, wo ihnen der Fernkampf nicht so viel bringt? Ich mich aber in mehr im Offenen zeigen muss. Wahrscheinlich, was wahrscheinlich sinnvoller ist, weil es sind nur die Ehrenwache und der Grenzläufer, die wirklich schlimm sind. Oder blockiere ich den Gang und entblöße mich für die Verteidiger, für die Fernkämpfer. Ich glaube, ich mache es mal lieber auf die Art und Weise. Right. I'd have it no other way. Das war die falsche Richtung. Danke dafür für nichts. Consider it done. Gut. Nicht du. Heads up, we have company. Du läufst vor. So, du kannst jetzt mal den Verstand zersetzen. So. Und dich gleich mal heilen. Stich. Du kümmerst dich um die Erdwache. I'll tear your skeleton out by your ass. Oh, Heilung, das ist
auch nicht schlecht gewesen. So. Okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir müssen den Weisen loswerden. Hat Priorität. Okay, Lyra. You got it. Mach den Grenzläufer tot. Oh, Beric. Okay, Beric ist jetzt gut hochgeheilt. Das heißt, weiter weg mit dem Weisen. Du hau mal die Sonnenwache aus dem Spiel. Schwächt die Ehrenwache. Sticht die Ehrenwache. Hau die Ehrenwache. Ich stehe da, genau. Okay, Beric muss gerade einstecken. Und wie? Wirf auf den Weisen und du wirfst auch auf den Weisen. Der macht mir nämlich gerade den meisten Schaden. Du heilst Beric. Du heilst auch Beric. So. I got it. Die Sonnenwache, weil die am gefährlichsten ist. Wobei, der Bogenschütze sollte auch weg. So, jetzt ist noch der Bogenschütze übrig und dann haben wir das. Gut, danke dafür. Zwei ruinierte Helme. Noch ein ruinierter Helm und ein Vendrienbogen. Gut, die Sachen sind alle verbarrikadiert. Das sind Trainingsräume und so weiter. Ich nehme mal an, nachher, wenn wir die Halle übernehmen, sind die Räume frei. Oder wir müssen halt außen rumlaufen. So, du. Ich mach das jetzt einfach. Der braucht ein paar Stärkepunkte, sonst... Ich sehe es ja hier. Angriffs- und Fähigkeitsstärke, Ausdauerverteidigung. Das ist nicht ganz so gut, so wenig Stärke zu haben. Deswegen. Dann begabter Heiler wäre das nächste Wichtige wahrscheinlich. Also, dass er... dass seine Heilzauber besser werden, weil er ist ja eigentlich Heiler. Das Siegel ist allerdings auch sehr wichtig. Das ist auch mächtig. Abklingzeit eine Minute geht eigentlich. Das Siegel hat 30 Sekunden Abklingzeit. Also ja, ich will ihn eigentlich hauptsächlich als Heiler haben. Oder vielleicht später noch als Weiser. Eben weil er... Wissens- und Wurfwaffenbonus ist aber auch nicht so unpraktisch. Also ja, seine Schreibfeder, die braucht er nicht unbedingt. Das ist nur ein netter Bonus. Ne, machen wir mal erstmal zum besseren Heiler. Ich
Ich habe nämlich schon so das Gefühl, dass wir ziemlich viele Levels erreichen werden, wenn wir vor allem damit wir mal in einem Baum das Ende erreichen können. Gut. Ja, ich würde sagen, jetzt speichern wir hier erstmal wieder. Berwick ist schon wieder fast Level up, während Lyria ziemlich hinterherhinkt. Ich glaube, ich benutze mit ihr halt so nicht so oft ihre Sachen. So, wir sind jetzt bei LP007. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.